Jetzt willkommen zu einer neuen Folge von den versoffenen Testoleros. Heute das nächste Bier, das Einbecker Hansebock Naturtrüb. Naturtrüb? Ja, gibt's eilig gehabt bei Getränkeland heute. Muss das schnell gehen, halt. Schöne Grüße an Boxyland. Wir haben natürlich Biertasting, die Boxyland Biertasting Box haben wir natürlich getestet und war geil. Aber das Biertasting-Protokoll fanden wir unzureichend, deswegen haben wir jetzt ein eigenes gemacht und genau, wir testen natürlich jetzt nur noch nach unserer Biertasting-Protokoll linksens und nicht mehr nach dem anderen. Trotzdem genau. Schönen Grüße an Boxyland, schickt mal einen Sticker. Wir möchten gerne weiter eine Werbung für euch machen. Genau. Gut. Einbecker Hanseborg. Bereits zu Zeiten der Hanse war das Einbecker-Bier dank seiner besonderen Rezeptur im gesamten Handelsgebiet von größter Bedeutung. Für mehr Infos einfach den QR-Code scannen und Film ab. Also könnt ihr schön Film schauen. Das ist hier unter dem Video verlinkt, das Video. Gut. Selbstverständlich. Ja, was gibt's für zu sagen? 6,6%. 57 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Wir haben eine 0,33er Flasche. Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfe, Hefe. Die Pulle kostet 1,50 bei Getränkeland. Und ist aus Einbeck. Gut. Irgendwo im Norden, vermutlich. Das sieht ja an sich genauso cool aus wie das letzte Bier, wa? Das sieht viel cooler aus. Deutsche Reinheitsgefühl. Image, ich kenn's so nicht, muss aber nichts heißen. Seit 1378. Finde ich schon, ist auf jeden Fall mindestens ein Punkt wert. Mindestens ein Punkt, ja. An sich sieht's gut aus. Kannst nicht meckern. Alter, sieht man da, wo das Naturtrüb ist, wa? Alter. Ja, ist was Schönes. Wo ist dein Handy? Wo ist mein Handy? Lampe, Taschenlampe. Pass mal auf, ich hab mal eine Idee. Sehen, wenn man das eingibt hier. Einbecker Hansebock. Kannst du nicht scannen oder was? Nee, ich wollte erstmal nur wissen. Kaktusch. Image, ein Punkt. Also, für mich sieht das so aus, als wenn es eher so ein Nischenprodukt ist. Aber dafür ist es schon ziemlich alt. Es gibt verschiedene Sorten. Na gut, so wie das aussieht, ist es doch nicht so unbekannt. Einbecker Hansebock Erfahrung. Die blöden Brandenburger kennen das bloß nicht. Wahrscheinlich. Ja, gibt schon einiges, ne? Ja, mach halt einen Punkt. Einbecker Brauerei braute eines der begehrtesten Biere der Hansezeit. Na gut, das. Die Hansezeit ist natürlich lange her, ich meine, deshalb wundert mich auch nicht, diese 1378 ist schon bekannt, hier in unseren Breitengraden eher weniger, da haben wir es eher mit Rostocker zu tun oder mit... Oh, nein, ich glaube nicht, dass ich hier Rostocker... Flensburger. Ja. Hansapilz. Hansapilz. Ja gut, Image. 1, 2... Ja, mach halt zwei. Schwarze Sauer hier. Aber ist schon cool, ne? Also ich finde das zwei. Image 2. Jetzt die Bierflaschendosenoptik. Also ich muss sagen, ich finde es richtig gut. Das Grüne, die Flasche an sich, der Flaschenhals hier, diese UV-Druckte wieder hier beim Glas. Wie es aussieht, zwei Etiketts.
Ja, zwei Etiketts. Und guck dir mal diese Detailverliebtheit an. Ja, drei. Du hast Hunger, Durst, war, ja, ist gut. Also ich finde, Bierflaschendosenoptik gebe ich dir auf jeden Fall mindestens ein 3. Ja. Also 3 Punkte. Ja. So, Funkfaktor. Endlich. Oh, warte, ich muss das mal. Hm? So. Alter, wir haben ja noch nicht mal ein Stück getrunken. Ne? Naja, ey. Mal duschen hier. Oh Mann, ja. Bier ist schon warm. Was ist jetzt? Bieroptik. Ach ne, Funkfaktor haben wir. Bieroptik. Jetzt die Bieroptik. Oh, oh. Oh, guck dir das an. Das hat eine schöne Farbe. Sieht schon schön aus, wa? Der Schaum ist auch viel besser. Also finde ich auf jeden Fall besser wie das andere Bier. Hey, sieht lecker aus, ey. Schlecht. Bieroptik kannst du 3 Punkte geben? Ja. Sprudelfaktor 2 oder 3? Sprudelfaktor vom Schaum her, ja, hier weniger, da mehr. Also, ich würde 2 sagen. Ja. Gaumenliebe. Prost. Das ist doller. Das ist riecht ja krass. 6,6 Volt, oder? Hui. Schon okay, dass das nur 0,33er ist. Das haut ja ganz schön drin. Finde ich. Ach, da fängt man schon an zu sauern, ja. Ich versuche nur ein Bier zu verstecken für zwischendurch. Ja. Jo, also ich muss sagen, der erste Geschmack war ja recht fruchtig. Der hat eine ganz schöne, also richtig herben Nachgeschmack, wa? Also da kommt das Herbe hintenrum ganz schön raus. Ja, naja, ein Bock drauf. Mhm. Oh, aber ey. Der Anfangsgeschmack ist ja geil. Aber am Ende dann das Bittere halt. Das bitter Herbe. Das, was ich nicht so gerne mag. Ich bin ganz schön zwiespalt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag den Anfangsgeschmack und das, was danach kommt, mag ich nicht. Mhm. Das riecht doch gut. Ja, wirklich, also ich finde das riecht richtig gut. Also ich kriege, also das Bier, das ist ja mal ein Bier, was ich richtig gerne rieche. Ja, das ist okay. Tja, Gaumenliebe und Gaumenhiebe. Erst liebt er dich, dann haut er dich. Ja, 3 oder 4. Ja, das war aber nicht auch angelangt. Leider. Wenn eine 3. Bin ich auch der Meinung. Schade, echt schade. Das fing so gut an. Das fing wirklich gut an. Also wer zu... Ich meine, manche stehen ja drauf, ja, aber das haut es ja schön weg, ey. Das ist so, als wenn du 4 verschiedene Biere trinkst, finde ich. Also ich würde es nicht wegkippen. Ich würde es auch nicht wegkippen, aber das ist wie... Ich finde dieses Bier, dieses Einbecker Hansebock, das ist für mich, ist das, wird das zur Hassliebe, ja. Spezial. Das ist von 1378. Das war in der Hansezeit sehr beliebt. Sieht sehr gut aus. Hat einen guten Ruf. 2 Punkte. Der Spezial gar nicht. Der extra Punkte. Gut. Unten wird's eklig. Uwe. Kannst schon mal zusammenzählen eigentlich. Achim. Kannst du ja nicht rechnen, wa?
Er kann die lesen und die rechnen, wa? Das ist schon ganz Besonderes. Staunen, dass ich überhaupt sprechen kann. Ja. Warte mal. Bei Notizen kannst du mal einschreiben, was das 1,50 kostet. Eins. Genau, blöde, ich hab hier nur teure Bier gekauft. Was kostet eins? 1,50. Okay. 1,50. Prost. Was ist das denn? Ah, ich mach's spannend. Oh! Ist das eine Grenze oder was? Der Uwe entscheidet. Ich kann mir vorstellen, dass das kein Dollar Uwe wird hier. Also ist schon mal besser als Rostocker. Auf jeden Fall. Was sagen? Naja, Unterschied beim Rostocker ist ja das Ding, also das Bier aus der Flasche oder das frische Zapfte. Bier. Ich muss sagen, das frische Zapfte schmeckt besser wie das aus der Flasche. Und? Ja, das ist ja immer so. Gut, wir reden jetzt über das Rostocker Pilz. Es gibt natürlich noch ein paar andere Sorten. Das schmeckt innen schon besser. Innen Sorte schmeckt meiner Meinung nach besser wie das Pilz und schlechter wie das. Das schmeckt nicht mal mit Radler. Ja, das stimmt allerdings. Der Radler ist ja nur wirklich. Aber jetzt bei zum Beispiel, das Hasselröder Radler, das kann ich nicht. Das ist so süß. Ja, Hasselröder ist ja lecker und so, aber das Radler, ey, das hat mich auch so enttäuscht. Das ist echt einfach zu süß. Da kriegt einen Zuckerschock, ey. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Hasselröder genommen, ein bisschen Zitronensäure oder ein bisschen Fanta drin und ein paar Würfelzucker. Wie ist das noch? Ist ja gar nicht mehr, oder? Ich weiß es nicht. Also ich achte darauf nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe hier was anderes, was mir besser schmeckt. Das ist das Einbecker Hansebock. Na gut, dass ich dich habe. Datum hast du schon mal besser gemacht als ich. Haha, ist ja immerhin. Zahlen kenne ich mich aus. Ich heiße übrigens Jens. Ich bin eine Testperson. Oh. Das ist hier auch schon unterschrieben. Ich muss hier noch unterschreiben. Vom letzten Mal noch. Okay. Naja, immer so unterschreiben, dass das keiner erkennt. Mancher macht ein X und mancher macht einen Kreis. Na, ich hab eine Mischung. Ich hab ein X und einen Kreis. Hier, da ist das X. Wir probieren jetzt den Uwe. Was ist denn das da drin? Ja, das ist naturtrüb. Das ist so richtig, wie das damals war. Also diese du hast ja einen großen Schluck, Uwe. Schon ein bisschen Uwe schmeckt. Krieg nicht, ehrlich gesagt. Ja, dann kriegst du halt den Punkt. Tadam! Und damit zählt er. Oder was? Ich zähl nochmal nach. Silber gibt es bei 19 bis 23 Punkten. Von 30, wo ihr merkt. Silber. 19 Punkte. Aber ich würde es mir tatsächlich, glaube ich, nochmal kaufen wollen. So, wenn gut gekühlt ist und so, dann ist das ganz cool. Also wenn das mal geben würde, wenn ich mal Ostsee-Urlaub mache, kaufe ich mir auf jeden Fall anstelle von einem Rostocker.
Ja, natürlich. Also auch viel. Ja, anstelle von Rostocker trinke ich das natürlich auch. Bis demnächst.